Ab sofort sind Mesut Özil, Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger und Kevin Großkreuz die Lieblinge der Kinder von Santo André. Die deutschen Fußballnationalspieler statteten der Grundschule des kleinen Fischerdorfes einen Besuch ab. In Santo André liegt ja das deutsche WM-Basislager Campo Bahia. Ein paar Lieder und Tänze für die prominenten Gäste, dann ging's zum gemeinsamen Fußballspielen. Träume für Kinder heißt die Einrichtung. Über 100 Kinder werden hier betreut. Die Schule gehört zu den Projekten, die von den Stiftungen des DFB und der Deutschen Fußballliga unterstützt werden. In direkter Nachbarschaft zum Campo Bahia soll auch ein Bolzplatz entstehen. WM-Fieber pur nun in Brasilien, nicht nur in den großen Städten, sondern gerade auch hier in den ländlichen Gegenden. Hier, wo die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Straßen und Bordsteinkanten sind geschmückt in den brasilianischen Landesfarben Grün und Gelb. Palmen und sogar ganze Häuser sind angemalt. Am Abend geht's offiziell los mit der WM und mit dem Eröffnungsspiel Brasilien gegen Kroatien.